Hallo und herzlich willkommen zu Pixel erklärt. Ich bin Alex und das ist Joscha. Hallo. Nachdem vor ein paar Tagen unser Instagram-Profil gestartet ist, wollen wir euch heute zeigen, wo es zu finden ist, welche Informationen darauf zu sehen sind und wie ihr Instagram an sich nutzen könnt. Im zweiten Teil zeigen wir euch, wie ihr unser Instagram-Pixel-Profil finden könnt und wie es aufgebaut ist. Und im dritten Teil, welcher am 17. März um 10 Uhr veröffentlicht wird, bekommt ihr Infos zu den sogenannten Reels, dem Instagram-Shop und eurem eigenen Profil. Nun wollen wir euch zeigen, wie ihr unserem Instagram-Profil folgen könnt, wo Inhalte auf unserem Profil zu sehen sind und wie unser Profil aufgebaut ist. Danach zeigen wir euch die drei letzten Punkte in der Menüleiste unten. Um unser Profil aufzurufen, geht Pixel Labor Bielefeld in die Suchleiste ein und klickt auf das Profil Pixel-Labor-Bielefeld mit dem blauen Pixel-Logo als Profilbild. Klickt dann auf die blaue Schaltfläche Folgen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und unsere Stories auf eurer Startseite zu sehen. Auf unserem Profil ist unter dem Namen eine kurze Beschreibung von Pixel zu lesen und darunter ist unser Impressum verlinkt. Klickt ihr darauf, werdet ihr zum Impressum weitergeleitet. Unter dem Link zum Impressum ist die Internetseite von Pixel verlinkt. Klickt ihr auf pixel.net/, wird diese aufgerufen. Über die Schaltfläche Nachricht könnt ihr uns eine Nachricht schreiben, auf die wir selbstverständlich so schnell wie möglich antworten. Ganz oben rechts könnt ihr über die drei Punkte ein Menü aufrufen und durch Klicken der nebenstehenden Glocke Benachrichtigungen für unser Profil aktivieren. Dort habt ihr die Möglichkeit, zwischen Beiträgen, Stories, Videos, Reels und Live-Videos auszuwählen. Je nachdem, welches ihr auswählt, bekommt ihr dann eine Benachrichtigung auf euer Smartphone, wenn wir eine neue Story, einen neuen Beitrag, neue Videos oder Live-Videos starten bzw. hochladen. Das Benachrichtigungssystem funktioniert bei jedem Profil gleich. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr die Benachrichtigungen für unser Profil aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Neben dem Profilbild sind drei Zahlen zu sehen. Die linke zeigt die Anzahl der veröffentlichten Beiträge unseres Profils. Die zweite die Anzahl der Menschen, die unserem Profil folgen. Und die dritte ist die Anzahl der Profile, denen wir folgen. Wenn um unser Profilbild ein orange-pinker Kreis zu sehen ist, bedeutet das, dass wir eine neue Story hochgeladen haben, die ihr euch noch nicht angeschaut habt. Klickt ihr auf das Profilbild, könnt ihr euch unsere Story anschauen. Jede Story ist zwischen 5 und 60 Sekunden lang. In Stories können Texte, Bilder, Videos und vieles mehr zu sehen sein. Wenn ihr in der Zeit nicht alles lesen bzw. euch anschauen könnt, klickt einfach irgendwo auf den Bildschirm und haltet gedrückt. Dann hält die Story so lange an, bis ihr den Bildschirm wieder loslässt. In jeder Story sind oben graue Striche oder ein grauer Strich zu sehen. Jeder Strich steht für eine Story. Das heißt, wenn dort oben 5 Striche sind, haben wir an diesem Tag 5 Stories hochgeladen. Stories verschwinden nach 24 Stunden wieder aus dem jeweiligen Profil und können vom Nutzer des Profils dann in die sogenannten Highlights verschoben werden. Dazu später mehr. Wenn ihr euch eine Story anschaut, könnt ihr oben bei den Strichen sehen, dass der Strich von der Story, die ihr gerade anschaut, langsam weiß wird. Habt ihr euch alle Stories des Profils angeschaut, sind alle Striche oben in den Stories weiß. Nun ist um das Profilbild nur noch ein grauer Kreis zu sehen. Das bedeutet, dass wir zwar Stories an dem Tag hochgeladen haben, ihr euch diese aber bereits alle angeschaut habt. Klickt ihr dann wieder auf unser Profilbild, fangen die Stories von vorne an. In den Stories seht ihr unter den Strichen ganz oben unser Profilbild und Namen, wie auch eine Zahl mit Buchstabe daneben. Diese Zahl gibt an, wann diese Story, die ihr euch gerade anschaut, veröffentlicht wurde. Neben der Zahl rechts
sind drei Punkte zu sehen. Dort öffnet sich ein Menü. Um es zu schließen, den grauen Strich oben im Menü nach unten ziehen. Wenn ihr in den Stories auf der linken Seite klickt, gelangt ihr zur vorherigen Story des Profils. Und mit einem Klick auf der rechten Seite gelangt ihr zur nächsten Story. Vorausgesetzt, es gibt eine vorherige oder nächste Story. Dies ist, wie eben erklärt, an den Strichen oben zu erkennen. Um Stories zu schließen, könnt ihr einfach während des Ansehens nach unten wischen. Somit schließt ihr die Story und könnt euch die restlichen zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. In den Stories könnt ihr mit verschiedenen Elementen interagieren, sie also beispielsweise anklicken oder etwas schreiben. Das zeigen wir euch gleich. Ganz unten auf dem Bildschirm ist ein Feld Nachricht senden zu sehen. Tippt ihr darauf, könnt ihr uns eine Nachricht schreiben, die sich auf diese Story bezieht. Mit dem Papierflieger unten rechts könnt ihr die Story mit demselben Prinzip wie auch bei den Beiträgen auf der Startseite an andere Profile versenden. Wenn ihr in der Story nach oben wischt, erscheinen die sogenannten Quick Reactions. Mit ihnen könnt ihr dem Profil schnell und einfach eine Rückmeldung zu der Story geben, indem ihr einfach auf einen der Emojis klickt, je nachdem, wie ihr die Story fandet. Selbstverständlich ist das, genauso wie eine Nachricht zu schreiben, kein Muss. Auf Bilder, Videos oder Texte könnt ihr in Stories nicht klicken. Somit könnt ihr diese Elemente auch nicht vergrößern. Kommen wir nun aber zu den Elementen, mit denen ihr in einer Story interagieren könnt. Vorweg schon einmal der Hinweis, dass die Story pausiert, sobald ihr ein Element zur Interaktion angeklickt habt. Zuerst der Standortsticker. Ist dieses Element in einer Story zu finden, könnt ihr es anklicken und dann auf Ort ansehen klicken. Dann öffnet sich eine Seite, auf der ihr genauere Informationen wie eine Karte des Ortes und dessen Umkreis sowie Beiträge und Videos, die bereits an diesem Ort veröffentlicht wurden, zu sehen sind. Der Hashtag-Sticker. Ein Hashtag-Element ist an diesem Symbol zu erkennen. Klickt ihr darauf, erscheint Hashtag ansehen. Dies muss wiederum angeklickt werden, woraufhin euch Beiträge und Videos, die mit dem Hashtag veröffentlicht wurden, angezeigt werden. Diesem Hashtag könnt ihr auch folgen. Somit werden Beiträge oder Videos, die mit diesem Hashtag hochgeladen werden, auf eurer Startseite angezeigt. Nun zum Fragensticker. Der Fragensticker ist ein Element, in dem ihr eine Frage oder Antwort zum Thema an das jeweilige Profil schicken könnt. Steht dort beispielsweise, wie geht es euch? Könnt ihr den Sticker anklicken und eingeben, wie es euch geht. Dann erscheint eine Schaltfläche Senden, dort draufklicken. Nun wird mit Gesendet bestätigt, dass eure Antwort versendet wurde. Steht im Sticker jedoch etwas wie Stellt uns eine Frage, könnt ihr den Sticker anklicken und eine Frage eingeben, die wir euch dann schnellstmöglich beantworten. Mit Senden bestätigen, falls ihr den Vorgang abbrechen wollt, klickt oben rechts auf Abbrechen. Kommen wir jetzt zu den sogenannten Abstimmungsstickern. Von ihnen gibt es drei verschiedene. Der erste ist der Schieberegler. Dort ist eine Frage und ein Emoji auf einem Schieberegler zu sehen. Das Emoji könnt ihr nun nach rechts und links verschieben. Sobald ihr ihn loslässt, wird eure Antwort gesendet. Wenn dort beispielsweise steht, wie geht es euch, könnt ihr den Daumen hoch nach links oder rechts verschieben. Links steht in dem Fall für schlecht und rechts für gut. Der zweite ist der Umfragesticker. Dort ist eine Frage und zwei Antwortmöglichkeiten zu sehen. Je nachdem, wie ihr antworten würdet, könnt ihr auf die entsprechende Antwort klicken. Danach wird euch in Prozent angezeigt, wie viele Personen auf die eine Antwortmöglichkeit geklickt haben und wie viele auf die andere. Der letzte Umfragensticker ist der sogenannte Quizsticker. Dort ist oben eine Frage zu sehen und darunter mögliche Antworten. Wenn ihr euch eine Antwort ausgesucht und sie angeklickt habt, wird euch durch grün die richtige Antwort und durch ein rot die falsche Antwort angezeigt. Der letzte Sticker, den wir euch zeigen wollen, ist der Link-Sticker. Er sieht so aus. Dass es dieser Sticker ist, erkennt ihr an den zwei Halbkreisen mit Strich in der Mitte.
Der Text, der neben diesem Symbol zu sehen ist, kann von dem Profil, das diese Story veröffentlicht hat, angepasst werden. Deswegen kann es möglich sein, dass euch der Link zu einer Seite führt, die mit der Beschriftung überhaupt nichts zu tun hat. Klickt ihr auf den Sticker, erscheint ein kleines Fenster mit der Beschriftung Link aufrufen. Darunter ist der eigentliche Link zu sehen. Überprüft bitte immer, ob euch der Link seriös vorkommt und klickt nur auf Links von Profilen, die ihr auch wirklich kennt. Bei unserem Profil müsst ihr euch natürlich keine Sorgen machen, denn wir verlinken selbstverständlich nur auf seriöse Seiten, die euch also keine Probleme machen. Dies kann jedoch bei anderen Profilen anders sein, die versuchen, euch auf irgendwelche unseriösen, gefährlichen Seiten weiterzuleiten. Wir werden auf unserem Profil immer nur Links bzw. Weiterleitungen zu unserem YouTube-Kanal, unserem Blog, unserer Website oder Ähnlichem machen und alle Links sorgfältig überprüfen. Wenn ihr die verknüpfte Internetseite aufrufen wollt, klickt nun auf Link aufrufen. Wir haben euch Stories deshalb so genau erklärt, weil wir diese hauptsächlich auf unserem Profil hochladen werden und die gerade gezeigten Elemente darin vermehrt nutzen wollen. Jetzt erklären wir euch den weiteren Aufbau unseres Profils. Unter den Schaltflächen Folgen bzw. Gefolgt und Nachricht sind Highlights zu finden. Das sind sozusagen verschiedene Ordner, in denen relevante Stories von uns einsortiert werden können. Wie eben bereits erwähnt, verschwinden Stories eigentlich nach 24 Stunden wieder aus dem jeweiligen Profil und sind nicht mehr durch Klicken auf das Profilbild zu erreichen. Sie können aber von uns im Nachhinein in die Highlights verschoben und einsortiert werden. Jeder kleine Kreis mit Bezeichnung ist ein einzelnes Highlight. Alle Highlights haben ein Titelbild und eine Bezeichnung. Im Titelbild ist zu sehen, um was es bei diesem Highlight geht. Ebenso ist dies durch die Bezeichnung des Highlights erkennbar. Um alle Highlights zu sehen, auf den Highlights nach links wischen. Highlights können sich durch Klicken des jeweiligen Kreises angeschaut werden. Da in den Highlight Stories sortiert gesammelt sind, funktionieren diese wie normale Stories, die ihr euch über das Profilbild anschauen könnt. Das heißt, wenn ihr den Inhalt nicht schnell genug lesen könnt, einfach auf dem Bildschirm gedrückt halten. Dann hält die Story im Highlight so lange an, bis ihr den Bildschirm wieder loslasst. In den Highlights werden zuerst die ältesten Stories angezeigt und ganz hinten sind die aktuellsten. Sobald alle Stories aus dem jeweiligen Highlight angeschaut wurden, gelangt man automatisch zum nächsten Highlight. Welches Highlight ihr euch gerade anschaut, seht ihr an dem Bild und Schriftzug oben links. Wollt ihr wieder auf unser Profil zurück, wischt einfach aus dem Highlight nach unten. Auf unserem Profil gibt es aktuell die Highlights Öffnungszeiten. Dort findet ihr immer unsere aktuellen Öffnungszeiten. Pixel News. Dort findet ihr neue relevante Informationen zu Pixel oder zum Labor. SIA News, also Smart im Alltag News. Dort findet ihr Aktuelles zu unserem Projekt Smart im Alltag – Assistive Technologien für alle. BI News, also Barrierefreies Internet News. Dort findet ihr alle relevanten Neuigkeiten zu unserem Projekt Barrierefreies Internet. IFA News, also Internet für alle News. Dort findet ihr Aktuelles zu unserem Projekt Internet für alle. Und das Highlight Q&A. Dort findet ihr Antworten zu oft gestellten Fragen. Oben ist immer die Frage zu sehen und darunter unsere Antwort. Gegebenenfalls kommen in Zukunft weitere Highlights hinzu. Darüber halten wir euch in unseren Stories auf dem Laufenden. Unter den Highlights sind drei Symbole zu sehen. Das sind drei verschiedene Kategorien. Auf jedem Profil gibt es mindestens zwei Kategorien. Die Kategorien können durch Klicken der Symbole gewechselt werden. Bei welcher Kategorie ihr euch befindet, ist an der Unterstreichung des Symbols zu sehen. Wenn ihr ein Profil öffnet, befindet ihr euch immer zuerst auf dem sogenannten Feed des Profils.
Auf unserem Profil findet ihr im Feed die Geschichte, Allgemeines von Pixel und etwas zum Ort des Pixel Labor Bielefeld. Außerdem stellt sich das Team von Pixel Bielefeld vor und ihr findet alle relevanten Informationen zu unseren Projekten. Wenn ihr euch auf unserem Feed befindet, also das linke von den drei Symbolen unterstrichen ist, sind unter den drei Symbolen unsere Beiträge zu sehen. Jede Kachel ist ein Beitrag und alle Beiträge können angeklickt werden. Oben im Feed sind Informationen zu Pixel und Pixel Bielefeld zu finden. Darunter stellen sich alle Teammitglieder vor. Und ganz unten sind alle relevanten Informationen zu unseren Projekten zu finden. Wir nutzen auf unserem Profil ein Collagemuster. Das heißt, alle Beiträge ergeben ein einheitliches Bild und Design. Beispielsweise dienen die ersten drei Beiträge als Überschrift. Diese Beiträge können angeklickt werden, bieten euch aber beim Anklicken keinen Mehrwert, da sie zu den anderen zwei Beiträgen dazugehören und nur in der Feed-Ansicht ein gesamtes Bild ergeben. Genauso ist das bei den Beiträgen, die zusammen die Überschrift Pixel Team Bielefeld, Pixel Bielefeld Projekte, Smart im Alltag, barrierefreies Internet und Internet für alle ergeben. Diese sind weiter unten zu finden. Um beispielsweise mehr über die Geschichte von Pixel zu erfahren, wischt etwas nach oben und klickt auf den Beitrag, auf dem Geschichte zu lesen ist. Dann wird dieser Beitrag geöffnet und wenn ihr in der Beschreibung auf Mehr klickt, erscheint ein Text zu der Geschichte von Pixel. Über den Pfeil oben links gelangt ihr wieder zurück auf die Übersicht. Sollte der Pfeil dort nicht sein, wischt ein Stück nach unten, dann sollte er oben links erscheinen. Genau wie bei dem Beitrag Geschichte funktioniert es auch bei allen anderen Beiträgen von uns. Interessiert euch der Ort vom Pixellabor? Klickt auf den Beitrag mit Ort. Und dann in der Beschreibung auf Mehr, um etwas über den Ort des Labors zu lesen. Interessiert euch ein Teammitglied? Wischt weiter nach oben und klickt auf das Foto derjenigen Person unter der Überschrift Pixel Team Bielefeld und dann auf Mehr, um den Vorstellungstext der Person zu lesen. Unter den Überschriften der Projekte, weiter unten im Feed, sind die ProjektmitarbeiterInnen zu sehen und mittig ein allgemeiner Beitrag zum jeweiligen Projekt. Interessiert euch zum Beispiel das Projekt Smart im Alltag, klickt unter dieser Überschrift auf Allgemein und dann in der Beschreibung wieder auf Mehr, um den Infotext zu Smart im Alltag zu lesen. Genauso könnt ihr das bei den allgemeinen Beiträgen der anderen Projekte machen. Zur Übersicht gelangt ihr immer wieder über den Pfeil oben links. Mit unseren Beiträgen könnt ihr genauso interagieren wie mit allen auf eurer Startseite. Also beispielsweise den Beitrag durch das Herz mit Gefällt mir markieren oder einen Kommentar schreiben. Außerdem haben wir zu jedem Beitrag einen Alternativtext hinzugefügt, damit Menschen mit Seheinschränkungen genauso erfahren können, was auf den Beiträgen abgebildet ist. Um sich den Alternativtext vorlesen zu lassen, muss unter iOS das sogenannte VoiceOver aktiviert sein und unter Android das sogenannte Talkback. Auf unserer Profilseite findet ihr durch Klicken auf das Symbol in der Leiste rechts neben dem Feed-Symbol unsere Reels, die wir veröffentlicht haben. Das sind kurze Videos, die maximal 60 Sekunden lang sind. Zu Reels und deren Funktionen erzählen wir euch im nächsten Teil unseres Videos mehr. Durch Anklicken der letzten Kategorie sind Fotos und Videos zu sehen, auf denen das Pixellabor Bielefeld markiert wurde. Das war's von unserem Profil. Im nächsten Teil erklären wir euch alles Wichtige zu Reels, dem Shop und eurem eigenen Profil. Der nächste Teil erscheint nächsten Donnerstag um 10 Uhr, also am 17. März. Bei Instagram kann es unter Umständen öfters passieren, dass neue Bedienelemente hinzukommen oder andere abgeschafft werden. Dann sollte euch jedoch in einem Tutorial direkt in der App angezeigt werden, wie die neuen Funktionen genutzt werden können. Falls ihr euch einen Teil des Videos erneut anschauen wollt, klickt in der Beschreibung dieses Videos auf die entsprechenden Minutenzahlen mit gewünschtem Titel. So wird direkt der Teil abgespielt, den ihr erneut sehen möchtet.
Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.